Lützebäuerisch ist die einzige Nationalsprache innerhalb von der EU, die nicht gleichzeitig offizielle EU-Sprache ist. Dank der ADR könnt Lützebäuerisch nur an die neue Verfassung. Auch noch am Europaparlament muss ich können als Lützebäuerische Deputierte auf Lützebäuerisch schwätzen. Wie sollen wir von denen, die hier auf Lützebäuerisch kommen sind, erwerben, dass sie die Sprache respektieren, weil wir sie selber nicht respektieren? Die ADR ist die einzige Partei hier im Land, die sich nach ihrer Sprache engagiert. Aber dasselbe machen wir auch in Europa. Dafür wählt ADR Lützebäuerisch.